Das mit Alex war mir echt Wurst, aber mit Joe, da habe ich plötzlich total geschnallt, was eigentlich Sache ist. Und? Ich muss Bella schreiben. Also, was hältst du davon? Schluss. So läuft das nicht. Naja, wenn du das abschickst, dann verstehst du gegen eure Vereinbarung. Dann ist es vorbei. Das ist mir jetzt egal. Ich will das vom Hals haben. Abgeschickt. Boah. Krass. Jetzt geht's mir gleich viel besser. Hat Chanda da gerade mit Bella Schluss gemacht? Der klang immer ganz schön happy dabei. Oh Gott. Glaubst du, Chanda hat mit Bella Schluss gemacht, weil er mich? Du weißt schon. Oder hat er das nur gemacht, weil sie ihn nervt? Weil sie sich nicht meldet, seit sie weg ist. Glaubst du, er mag mich überhaupt? Clara, sag doch was. Maulkorb, von dir verpasst. Lass doch den Unfug. Angenommen, ich hätte den nicht. Das ist ein Notfall. Nein, ein Befehl. Rede. Na gut. Spricht denn jetzt auch irgendwas dagegen, Chanda zu sagen, dass du dich in ihn verschossen hast? Nein. Aber ich kann das nicht. Warum? Zu schüchtern. Wenn du es jetzt nicht tust, wann denn dann? Okay. Ich schreibe ihm eine SMS. Also, ich finde persönlich ja immer besser. Chanda, ich muss dir was sagen. Ich dir auch. Du zuerst. Nein, du. Komm schon, ich lasse dir den Vortritt. Joe, ich bin total verknallt. In? In Bella. Sie hat auf meine SMS schon geantwortet, trotz Zeitverschiebung. Guck mal, was hier steht. Ich liebe und vermisse dich, deine Bella. Dabei habe ich nur geschrieben, Schluss, so geht das nicht weiter. Ich liebe dich, Bella. Ich bin so glücklich.